Heute mit Sahok Chen und Idia Likör. Zutaten für ca. 12 Stück: 280 Gramm Weizenmehl, 60 Gramm Butter, 1/2 I Wasser, 6/1 Prise Salz, 4 P2EL Zucker, 8 Eier, Größe M, 40 Gramm Zucker, 1/4 I Rotwein, trocken. Die abgeriebene Schale von 1/2 unbehandelten Zitrone. Die abgeriebene Schale von 1/2 unbehandelten Orange einer Zimtstange. 500 Gramm Sauerkirschen, frisch. Für den Brand ich das Mehl sieben. Butter und Wasser erhitzen, aufkochen lassen und eine Prise Salz und den Zucker dazugeben. Nun so viel Mehl hinzugeben, wie die flussunbekanntes Zeichen Sickigkeit aufnimmt. Alles mit dem Holzlöffel kräftig verarbeiten, bis ein kompakter Klumpen entstanden ist. Etwas abkühlen lassen, bevor die Ei unbekanntes Zeichen eher einzeln dazugegeben werden. All unbekanntes Zeichen ließ gut miteinander verarbeiten, bis eine spritzfähige Masse entstanden ist. Die Masse in einen Spritzbeutel füllen und auf Backpapier oder auf ein bemehltes Backblech spritzen, je nach Größe ca. 12 Stück. Bei 200 Grad Celsius, Umluft i 8 Grad Celsius, ca. 20 bis 25 Minuten goldbraun backen. Zitronen- und Orangenschale sowie die Zimtstange dazugeben und ca. 5 Minuten einreduzieren. Nun die Sauerkirschen dazugeben und für 2 Minuten köcheln lassen. Wenn nötig, etwas Speisestärke zum Binden verwenden. Von der Herdplatte nehmen und erkalten lassen. Die ausgekühlten Windbeutel mit dick aufschneiden, untere Hälfte großzügig mit den Kirschen belegen. Die Sahne mit dem Vanillezucker steif schlagen und darüber häufen. Mit je 2 cl oder auch mehr Eierlikör krönen. Den Deckel wieder darauf sieht unbekanntes Zeichen 10 und mit Puderzucker bestäuben. Grundrezept Mürbete ich für Küche und Compagnon. Käsetarte. Für eine Tarteform, 30 cm 0. Ergibt 10 Stücke. Ein Grundrezept Mürbete ich, Rezept oben, zubereiten und ausrollen. Gefettete Tarteform damit belegen. Einem kleinen Kopf Radicchio, ersatzweise ein Bund Rucola. Waschen, vierteln und den Strunk entfernen. Radicchio. In feine Streifen schneiden. 150 Gramm Provolone Käse, Ersatz. Weiße Emmentaler, grob reiben. 50 Gramm Parmesan fein reiben. Backofen auf 200 Grad, Umluft, 180 Grad, vorheizen. 250 Gramm Ricotta und 3 Eier verrühren, mit Salz, Pfeffer würzen. Geriebenen Käse und Radicchio unterrühren. Falls die Masse zu fest ist, esslöffelweise Milch zufügen. Käsecreme auf den Teig streichen. Tarte im Ofen auf der untersten Schiene 30 bis 35 Minuten unbekanntes Zeichen 10 backen. Pro Stück, 330 Kilokalorien/1390 Kilojoule. 19 Kuh Kohlenhydrate, 13 Gramm Eiweiß, 22 Gramm Fett. Eine Gemüse. 1 Sellerieknulle. 2 Kikorie. Ein kleiner weißer Radi. 2 große Tomaten F 150 Gramm Butter. 1/2 I Sahne. 1 Bund frischer Salbei. 6 Knoblauchzehen. 500 Gramm Frühkartoffeln. 50 Gramm durchwachsener Speck. Rippchen vom Schwein, ca. 1 Kilogramm. Rosenpaprika. Süßer Senf. 100 Gramm Kräuterbutter. Kürbiskernöl. Jodsalz, Pfeffer. Zubereitung. 1. Ich fange mit der Vorbereitung des Sahnegemüses an. Dazu schäle ich Sellerie, im Rheinland auch Potenzknolle genannt, Chico unbekanntes Zeichen Reh, Radi und Tomaten und schneide alles in große Scheiben bzw. unbekanntes Zeichen weiße große Stücke.
2. Dann dünste ich das Gemüse in einem Bräter in Butter an. Das Ganze fülle ich anschließend mit einem guten Schuss Sahne auf, dann gebe ich Salz, Pfeffer, den gehackten Salbei und 3 gehackte Knoblauchzehen dazu. Alles aufkochen und etwa 15 Minuten bei kleiner Flamme ziehen lassen. Die Kartoffeln habe ich inzwischen gründlich gewaschen, nicht geschält. Dann werden sie mit dem gewürfelten Speck in einer Pfanne in Kürbiskernöl gebraten. Das Kürbiskernöl gibt den Kartoffeln eine dezent orientalische Note. Die Rippchen würze ich mit wenig Salz, Pfeffer und rosa Paprika. Dann werden sie mit ein Paste aus Senf und klein gehackte Knoblauch, die restlichen 3 Zehe bestrichen. Von beiden Seiten SCH2 anbraten und nochmals, jetzt in Kräuterbutter bestreichen. Mit der Rundung nach unten lasse ich es im vorgeheizten Ofen bei 800 noch etwa 15 Minuten backen. Für eine große Kastenform, 35 x 15 cm, ergibt 8 Stücke. 2. 1 Zwiebel abziehen und fein würfeln. Mit Mangold. Stielen in einer Pfanne in 2 EL Öl andünsten. Dann wie Mangoldstreifen zufügen, kurz mit dünsten. Mit Salz, Pfeffer. Und geriebener Muskatnuss würzen. 200 Gramm Schlagsahne, 100 Milliliter Milch und 4 Eier Vagur. Mehlen, 60 Gramm geriebenen Gruyère-Käse einrühren und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Backofen auf. 200 Grad, Umluft, 180 Grad, vorheizen. 2 größer als 0,3 Mangoldmischung auf dem Teig verteilen. Eierkäsemaß. Sie darauf geben und mit 40 Gramm geriebenem Gruyère unbekanntes Zeichen B-Käse bestreuen. Quiche im Ofen 35 bis 40 Minuten backen. Pro Stück 340 Kilokalorien / 1430 Kilojoule. 25 Gramm Kohlenhydrate, 9 Gramm Eiweiß, 27 Gramm Fett.